So, jetzt rufe ich Tagesordnungspunkt 21, die Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Belastungen und Befristungen in der Arbeitswelt Schule, Drucksache 5034 zu 4415 aus 19. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Degen, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich zunächst bei der Landesregierung für die doch hilfreichen Antworten bedanken. Hilfreich insofern, dass Sie helfen, so manche PR-Maßnahmen der Landesregierung künftig zu relativieren. Wobei ich sagen muss, Herr Kultusminister, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei der Beantwortung wäre auch gut gewesen. Nicht, dass ich den integrierten Gesamtschulen 6.608 Stunden Leitungszeit gönnen würde. Mit Blick auf Seite 6 sieht man, es sind nur 3.608. Also ein prominenter Fehler auf der dritten Seite ist nicht gerade glücklich. Ich will aber, meine Damen und Herren, Sie hier nicht weiter mit jetzt erstmal Detailzahlen belasten, sondern solange ich hoffe, Ihre Aufmerksamkeit zu haben, auf die für mich, für uns wesentliche Fragestellung kommen. Und die wesentliche Fragestellung, auf die die Landesregierung leider, das sind ja meistens die spannendsten Antworten, gar nicht geantwortet hat, betrifft die Frage der Krankheitstage hessischer Lehrkräfte. Jetzt haben wir eben gerade über Datenschutz gesprochen. Das will ich ausdrücklich sagen, es geht ja nicht darum, zu wissen, welche Lehrkraft wann wie lange krank war, sondern ein Gefühl dafür zu haben, wie viele Krankheitstage unter hessischen Lehrkräften anfallen, und das möglichst über die letzten 4 Jahre der Regierungszeit. Deswegen, Herr Kultusminister, Sie haben die Frage in der Antwort auf die Große Anfrage nicht beantwortet. Ich habe das auch noch einmal mündlich im Gespräch mit Ihnen betont, dass das wichtig ist für uns. Deswegen bitte ich Sie nachher zu beantworten, wie viele Krankheitstage hessischer Lehrkräfte sind in den vergangenen 4 Jahren Ihrer Regierungszeit angefallen, Herr Kultusminister. Die Zahlen liegen ja für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auch vor. Denn jeder Arbeitgeber, der keine Aussage zur Anzahl der Krankheitstage seiner Mitarbeiter geben kann, der sollte sich ernsthaft Sorgen um die Zukunft seines Betriebs machen, meine Damen und Herren. Meiner Meinung nach gebietet es die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, sich hierüber zu informieren, diese Zahlen zu organisieren und auch dann im Parlament transparent zu machen. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass die Zahlen nicht vorliegen, Herr Kultusminister. Deswegen noch einmal, beantworten Sie die Frage. Tun Sie das nicht, gibt es eigentlich nur 2 Schlussfolgerungen. Die eine ist, Sie wollen es uns nicht sagen. Dann wieder ist die Frage, was hat die Landesregierung zu verbergen? Oder die andere Schlussfolgerung ist, Sie können nicht antworten, weil Sie es nicht wirklich, weil Sie es wirklich nicht wissen. Das wiederum passt aber ins Bild, wie Sie mit unseren 60.000 Lehrkräften umgehen, meine Damen und Herren. Ich will jetzt gar nicht von den Nullrunden und fehlenden Tarifsteigerungen sprechen, die auch etwas mit fehlender Wertschätzung zu tun haben. Ich will einfach einmal eingehen auf die nicht wenigen Überlastungsanzeigen, die in den letzten Jahren immer wieder eingegangen sind. Und gerade erst kam mit Schreiben vom 14. November ein Brief, den auch Sie erreicht hat, von einer kooperativen Gesamtschule mit dem Wortlaut: Auf die Überlastungsanzeigen der Schulen wurde mit lapidaren Antworten oder gar nicht reagiert. Unsere Anliegen sind uns, unsere Prognosen haben sich nun auf drastische Weise bewahrheitet. Der ignorante Umgang mit den Anliegen steht im deutlichen Kontrast zu der unzulänglichen Situation an den Schulen, die durch hohe Krankenstände und Langzeiterkrankungen und damit durch ständigen Unterrichtsausfall geprägt sind. Diese Missstände aufzufangen, ist unser Tagesgeschäft. Verschärft wird unsere Situation aktuell durch weitere Langzeiterkrankungen, die wiederum durch das Kollegium und Vertretungen aufgefangen werden müssen. Unser Schulalltag besteht im Wesentlichen daraus, den von politischer Seite erzeugten und zu verantwortenden Mangel zu verwalten. So viel, meine Damen und Herren, der Brief eines Personalrats und der Elternschaft einer Schule.
Meine Damen und Herren, die Landesregierung gibt ja immerhin auch zu, dass die Anforderungen an die Lehrkräfte, an die Schulleitungen die letzten 20 Jahre gestiegen sind. Das ist ja immerhin einmal ein Lichtblick. Sie nennen Inklusion und individuelle Förderung, jahrgangsübergreifenden Unterricht, ganztägiges Lernen und Unterrichten, Kooperationen mit außerschulischen Institutionen. Ich glaube, diese Liste kann man fortsetzen. Jetzt ist es so, dass der Kultusminister in seiner Antwort all diese Aufgaben allerdings als Regelaufgaben benennt. Und diese Regelaufnahmen, die seien in der Dienstordnung, aus der Dienstordnung abzuleiten. Das heißt, die Lehrkräfte machen das alles mal einfach so nebenbei weiter. Das hat mit Wertschätzung nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es ja so, dass nicht nur die Aufgaben zunehmen. Es ist ja auch so, dass die Standards für guten Unterricht abgesenkt werden. Ich muss auch hier nicht anfangen über die Wochenarbeitszeit, die unter dem künftigen Wilhelm-Leuschner-Medaillenträger Roland Koch massiv erhöht wurde in Hessen. Auch damit wurden mehr Stellen finanziert, die ich gar nicht in Abrede stellen will. Ich weiß, was nachher wieder kommt. Aber was mir neu ist aus der Antwort auf diese große Anfrage auch ist, wie auch der Schülerfaktor, ich kann es hier nur in Bezug auf die gymnasiale Oberstufe ableiten, wie der sich seit 1998, 1999 verändert hat, meine Damen und Herren. 1998, 1999 lag der Schülerfaktor für einen Schüler 0,0714 Lehrer pro Schüler. Heute in der EFA sind es 0,0622 Lehrer pro Schüler. Das sind 13% weniger als damals, meine Damen. Die Standards wurden abgesenkt. Wir reden jetzt nicht über die Lehrerstellenanzahl, Herr Kollege. Es geht darum, dass Sie die Standards abgesenkt haben und damit für die einzelne Lehrkraft den Arbeitsaufwand deutlich erhöht haben. Und wenn wir schon beim Abbau von Standards sind, dann haben wir die Frage gestellt in dieser großen Anfrage, wo wurden denn Stellen für besondere Programme gestrichen? Da sagt man, nein, es wurde gar nichts gestrichen. Jetzt habe ich eine ganz gute Ablage und habe in einer kleinen Anfrage nachgeschaut, der 19.2359, das betrifft leider aber auch die Vorgängerregierung von CDU und FDP. Da steht in dieser kleinen Anfrage, die Sonderzuweisungen für den Schwerpunkt Musik wurden zum Schuljahr 13/14 um 32,6 Stellen reduziert. Und die Sonderzuweisungen für bilinguale Angebote wurden zum Schuljahr 13/14 um 31,3 Stellen reduziert. Und zum Schuljahr 13/14 wurden die Sonderzuweisungen für den Schwerpunkt MINT um 11,5 Stellen reduziert. Und das sind nur die Beispiele, die ich auf die Schnelle herausfinden konnte, meine Damen und Herren. Dementsprechend, die Aufgaben nehmen zu und die Zuweisungen nehmen dafür ab. Auch auf die 140 Stellen an Grundschulen, die Sie gestrichen haben in dieser Wahlperiode, müssen wir nicht weiter eingehen, indem die Differenzierungszulage reduziert wurde, meine Damen und Herren. Dann wundern Sie sich wirklich, wenn am Ende Lehrkräfte sich beschweren. Gleiches gilt auch für Schulleitungen. Auch hier nehmen die Aufgaben zu durch Flüchtlingsbeschulung, durch Inklusion und Ganztag. Und alles, was der Landesregierung hier einfällt, ist zu sagen, na ja, klar, die Schulen, auch Schulleitungen müssen mehr leiten, weil Schule dauert länger im Ganztag. Aber die können die Stellen ja aus der Ganztagsressource nehmen, die die Schulen ohnehin bekommen, die ohnehin viel zu wenig sind für gute Ganztagsarbeit. Da soll jetzt auch noch die Schulleitung sich etwas herausnehmen, um Schule länger zu leiten den ganzen Tag, meine Damen und Herren. Besonders interessant finde ich dann noch die Frage nach dem Mehrbedarf für inklusive Beschulung. Auch da sind Förderausschüsse einzurichten, sind viele Beratungsgespräche zu führen, auch von Lehrkräften, die sich auch dort nicht ausreichend vorbereitet fühlen. Und dann sagt die Landesregierung, es ist nicht richtig, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen per se tagtäglich mehr Arbeit in der Schulleitung verursachen, meine Damen und Herren. Auch hier hilft ein Blick in die Große Anfrage weiter hinten, nämlich führen Sie auf, wie die Leitungszeit für Förderschulen und Grundschulen und alle Schulformen überhaupt sind. Und zum Vergleich, eine sonstige Förderschule mit 200 Schülern hat 48 Stunden Leitungszeit, eine Grundschule mit 200 Schülerinnen und Schülern, also gleiche Schülerzahl, nur 26 Stunden, meine Damen und Herren. Warum also? Ist hier mehr Leitungszeit, wenn Sie sagen, es ist doch eigentlich gar nicht so. Das verstehe ich nicht, Herr Kultusminister. Sie widersprechen sich selbst. Da will ich zum Schluss noch einmal auch auf das Thema Befristungen zukommen. Wir haben ja schon in den mündlichen Fragen am Dienstag dankenswerterweise die aktuellen Zahlen gehört.
Im Gegensatz zu allen Absprachen, die getroffen wurden, und Zusicherungen, die getroffen wurden, ist die Anzahl der befristeten Lehrkräfte in Hessen nicht gesunken, meine Damen und Herren. Sie ist von 4.923 im letzten Schuljahr zu 5.300 in diesem Schuljahr gestiegen, meine Damen und Herren. Zudem sind wir vermutlich weiterhin Spitzenreiter bei der Sommerferienarbeitslosigkeit. Sie holen sich immer wieder Vertretungslehrer, die Sie über die Ferien oder spätestens nach 5 Jahren wieder entlassen, meine Damen und Herren. Das hat mit einer Kontinuität in der Lehrer-Schüler-Beziehung wenig zu tun. Und Herr Degen, da Sie kommen bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich kann mir vorstellen, was wir gleich wieder hören. Die 105% sind die Allzweckwaffe für alles. Viele Aufgaben sollen damit erledigt werden. Das wird so alles nicht funktionieren. Wir müssen Schulen wieder viel mehr mit ihren individuellen Voraussetzungen vor dem Hintergrund ihres individuellen Bedarfs ausstatten und hier künftig einfach Programme, die wir wollen, die wir uns wünschen, auch angemessen ausstatten für die Lehrkräfte, für die Schulleitungen und für alle sonst, die mit Schule zu tun haben. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Degen. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr May zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Degen! Ich bin schon etwas enttäuscht, dass Sie heute Morgen die Große Anfrage so holzschnittartig und so undifferenziert besprochen haben. Ich glaube, das ist doch unter Ihrem Niveau, und ich glaube, dass Sie das besser können. Ich werde Ihnen das einmal an ein paar Punkten darstellen, dass Sie sich damit keinen Gefallen gemacht haben heute Morgen. Das man als Opposition mit großen Anfragen die Regierung kontrolliert, dass man damit auch eigene Informationen sammelt. Das ist wichtig. Das ist auch begrüßenswert, dass man das macht, weil dieses Parlament hat auch keinen wissenschaftlichen Dienst. Von daher ist das sehr wichtig für die Abgeordneten, auch über das Frageinstrument sozusagen sich konzeptionell weiterzubringen und eben dabei die Regierung zu kontrollieren. Aber ich finde, wenn man dann schon große Anfragen stellt und dann eben auch ausführliche Antworten erhält, die auch viel Arbeit, wo auch viel Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahinter steckt, dann müsste man auch sich die Mühe machen und das dann in Gänze auch rezipieren und dann eben nicht nur Ausschnitte hier zum Besten geben. Und da habe ich meine Kritik an Ihren Einlassungen. Ich glaube, dass Sie an einigen Stellen bewusst Dinge weggelassen haben. Ich habe Ihnen das ja eben schon dazwischen gerufen. Wenn Sie hier tatsächlich den Schülerfaktor in der Oberstufe als Kritikpunkt aufmachen und dann auf die Zahl 1998 zurückgehen, aber verschweigen, dass damals nur 80% zugewiesen wurden. Ich kann mich daran erinnern, damals war ich in der Schülervertretung und habe mich sehr darüber geärgert, dass ich gegen eine rot-grüne Landesregierung Opposition machen musste. Aber so war es doch. 80% wurden nur zugewiesen. Da kann man das doch nicht als Beispiel dafür nehmen, dass früher alles besser gewesen ist. Da wird man, glaube ich, so einer Antwort nicht gerecht, lieber Kollege Degen. Und ich finde es auch gerechtfertigt, dass man sich über die steigenden Anforderungen von Lehrerinnen und Lehrern dass man sich darüber austauscht. Und Sie haben ja fairerweise auch darauf hingewiesen, dass das auch unbestritten ist, dass auch die Landesregierung das so sieht und dass es vollkommen klar ist, dass sich die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer wie aber auch in allen anderen Berufszweigen ändert. Es wäre bloß fair gewesen, wenn Sie nach dem Satz, den Sie zitiert haben, wo die Unterschiede der Veränderungen, wo die Veränderungen im Berufsbild dargestellt wurden, auch den nächsten Satz mitgelesen hätten, nämlich, da steht er in Frage 2, da jeweils mit adäquaten Fortbildungsangeboten und entsprechender Ressourcensteuerung reagiert wird, verlief diese Entwicklung bezogen auf die Schule in angepassten Schritten. So, was heißt das denn? Es ist eben gerade nicht so, dass das alles on top kommt. Es ist gerade nicht so, dass wir von den Lehrerinnen und Lehrern verlangen, dass das alles zusätzlich zu dem gemacht werden muss, was sie sonst machen, sondern wir stellen dazu zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Und ich finde, das hätten Sie fairerweise auch mit erwähnen sollen.
Sie haben verschwiegen und sind nicht darauf eingegangen, dass wir auch im Bereich der Inklusion zusätzliche Stellen geschaffen haben. Das sind in dieser Wahlperiode bis zum Schuljahreswechsel waren das rund 700 zusätzliche Stellen für den Bereich der Inklusion. Ich finde, das müssen Sie fairerweise dazu sagen, weil man kann nicht sagen, wir wollen zusätzliche Aufgaben von den Schulen und stellten dafür keine Ressourcen zur Verfügung. Das Gegenteil ist richtig. Wir nehmen das sehr ernst, was uns aus den Schulen zurückgespiegelt wird, und stellen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, beispielsweise für die Inklusion plus 700 Stellen. Wir haben für die Schulen und ihre besonderen Aufgaben darüber hinaus zum nächsten Schuljahr plus 700 Stellen für Schulsozialarbeit an 1.000 Schulen zur Verfügung gestellt. Wir haben darüber hinaus uns vorgenommen, bis zum Ende der Wahlperiode noch einmal 300 Stellen zusätzlich für die Stellenzuweisung nach Sozialindex zur Verfügung zu stellen. Wir haben bereits rund 1.700 Stellen zusätzlich für Deutschförderung zur Verfügung gestellt. Wir haben rund 1.000 Stellen für den Ganztagsschulausbau in dieser Wahlperiode zusätzlich zur Verfügung gestellt. Wenn Sie das alles einmal zusammennehmen, dann wird doch sehr deutlich, wir nehmen das sehr ernst, was an zusätzlichen Aufgaben an Schule stattfindet, und wir reagieren darauf, und wir stellen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Und wir haben noch ein weiteres gemacht. Wir haben nämlich die Wochenarbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer um eine Stunde gesenkt und haben dafür noch einmal 600 Stellen zur Verfügung gestellt. Das macht sich unmittelbar bei der Arbeitssituation einer jeden Lehrerin und eines jeden Lehrers macht sich das bemerkbar. Und ich finde, da kann man nicht davon sprechen, dass wir die zusätzlichen Herausforderungen nicht ernst nehmen würden, sondern wir nehmen unsere Lehrerinnen und Lehrer sehr ernst und haben damit eine wirksame Entlastung für jeden ganz unmittelbar spürbar geschaffen. Und es ist auch insgesamt so, wenn Sie sich einmal die Schüler-Lehrer-Relation anschauen, dass wir dort in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Wenn Sie sich die Mühe machen, beim Statistischen Landesamt anzufragen, wie sich die Schüler-Lehrer-Relation in den letzten Jahren verändert hat, dann bekommen Sie folgende Daten. 1997 50.667 Lehrerinnen und Lehrer. 1997 866.090 Schülerinnen und Schüler. 2017, also 20 Jahre später, lauten die Zahlen wie folgt. 59.884 Lehrerinnen und Lehrer bei 815.922 Schülerinnen und Schülern. Das heißt, unterm Strich, wir haben 50.000 Schülerinnen und Schüler weniger im System als vor 20 Jahren und dabei 9.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Ich finde, das muss man in so einer Debatte auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass sich derart deutlich die Schüler-Lehrer-Relation verändert hat, dass wir 50.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben und dabei 9.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Das müssen Sie an dieser Stelle auch einmal zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, natürlich ist es Aufgabe von Opposition, sich Dinge herauszugreifen und Kritik zu üben an den Dingen, die besser laufen können. Aber das Problem an Ihrer Position, Herr Kollege Degen, ist, dass das so undifferenziert geschieht, und zwar nicht nur im Bildungsbereich, sondern in allen Politikbereichen. Die Oppositionsstrategie Ihrer Fraktion reduziert sich mittlerweile darauf, und das war am Anfang der Wahlperiode einmal anders, dass man einfach allen alles verspricht. Und ich glaube, das ist kein politisches Konzept, lieber Kollege Degen. Weil wer allen alles verspricht, wird am Ende gar nichts halten können. Und von daher wirken Ihre Versprechungen eher wie ungedeckte Schecks als ein politisches Programm. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass das immer entgrenzter wird. Wir haben als ersten Tagesordnungspunkt heute Morgen den Bericht des Datenschutzbeauftragten gehabt und haben uns lang und breit darüber unterhalten, dass wir das Kernland des Datenschutzes sind, dass wir Datenschutz so wichtig finden und dass das eine große Errungenschaft ist. Und dann gibt es tatsächlich auch einmal Fragen, auf die es dann auf eine Große Anfrage keine Antwort geben kann, nämlich beim Thema Krankheiten. Und da haben Sie dann noch gesagt, ja, es ging uns ja gar nicht darum, zu wissen, was da für Krankheiten vorliegen. Das ist nicht zutreffend. Wenn Sie noch einmal die Frage 47, die Sie gestellt haben, nachlesen, dann werden Sie feststellen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich finde es auch einfach entgrenzt,
wenn Sie den Eindruck erzeugen wollten, wir würden ignorieren, dass Lehrerinnen und Lehrer krank würden oder das gerade in Kauf nehmen. Ich finde das einfach vollkommen entgrenzt und vollkommen daneben. Sie können sich gewahr sein, Sie können sich sicher sein, dass auch den Abgeordneten und den Mitgliedern der Regierung und alle Mitglieder dieser Koalition, dass wir eine hohe Wertschätzung für unsere Lehrerinnen und Lehrer haben und dass wir sie auch insofern sehr wertschätzen, dass wir auch dort eine gewisse Fürsorgepflicht empfinden. Und das haben Sie nicht alleine so, sondern dass diese Fürsorge und diese Wertschätzung aller Lehrerinnen und Lehrer, die haben wir auch bei CDU und bei den Grünen. Da können Sie sich sicher sein. Und deswegen bitte ich Sie sehr herzlich darum, nicht mehr solche Bilder zu stellen. Es wäre jetzt noch einiges klarzustellen, was die Deputatstunden angeht. Auch da sollten Sie sich noch einmal die Hinweise, die die Große Anfrage gibt, dass die überhaupt nicht rückläufig sind, noch einmal anschauen. Und noch mal aber zum Schluss noch einen Satz zum Thema Befristung. Wir geben 16 Millionen € jährlich dafür aus, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht in den Sommerferien arbeitslos werden. Wir geben viel Ressource darin, dass wir das Befristungswesen reduzieren. Und ich weiß auch, dass das viele persönliche Schicksale sind und dass das sehr schwierig ist. Und deswegen ist es auch unser Ziel, das Befristungswesen so weit wie möglich zu reduzieren. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr May. Ich komme zum Schluss. Vielen Dank für den Hinweis. Aber es wird nie ganz ohne Befristungen ausgehen. Das ist einfach so. Und deswegen muss es unser Ziel sein, das so weit wie möglich zu reduzieren. Weil wir auch wissen, dass das. Das war ja ein sehr hilfreicher Hinweis. Ich komme zum Schluss. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir nehmen die Hinweise aus der Lehrerschaft sehr ernst. Wir reagieren auf besondere Herausforderungen bei unseren Lehrerinnen und Lehrern und haben uns nicht zu verstecken, was das Bereitstellen von zusätzlicher Ressourcen angeht. Vielen Dank. Danke, Herr May. Für die Linken hat sich Frau Faulhaber zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr May, was heißt Versprechungen? Welche Versprechungen? Das ist eine große Anfrage, und da wurde darauf geantwortet, auf die Fragen, die gestellt worden sind. Die sind nämlich drängende Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Und da ist noch lang nichts versprochen. Da wird der Finger auf die Wunde gelegt. Und das ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Angelegenheit, weil Ihre Jubelbotschaften, die kommen ja außerhalb dieses Hauses gar nicht an. Die kommen doch nur bei euch an. Ich war auf mehreren Podien in der letzten Zeit, wo zu den Problemen, die in der Schule stehen, diskutiert wurde. Und wissen Sie, wie die Leute reagiert haben auf die Ausführungen von Grünen und CDU? Die haben gelacht. Weil weinen konnten sie ja nicht. Ja, doch, ich habe es doch gesehen, während sie gesprochen haben. Haben die gelacht? Ja, sicher haben sie gelacht. Man kann nicht weinen, weil man da in der Öffentlichkeit weint man halt nicht. So. Also, ich denke, diese Anfrage betrifft nämlich einen sehr wichtigen Aspekt, nämlich die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an unseren Schulen. Und die sind nämlich überhaupt und keineswegs so ideal, wie sie hier vom Herrn Kultusminister oder von der CDU und den Grünen immer dargestellt werden. Und das zeigt sich auch ganz genau in den Antworten zu dieser großen Anfrage. Jetzt werden Sie natürlich sagen, das ist kein rein hessisches Problem. Und wir Hessen haben, wir sind Vorreiter. Und was Sie da immer sagen, ist ja eigentlich immer dasselbe. Aber wir in Hessen müssen uns um unsere hessischen Lehrerinnen kümmern, und der hessische Kultusminister hat für die hessischen Lehrkräfte eine Fürsorgepflicht, und die soll er langsam auch wahrnehmen. Ich finde, man sollte wenigstens einmal wissen, wie hoch die Arbeitsbelastung an den Schulen ist. Es gibt in Hessen ja noch nicht einmal eine Bestandsaufnahme der Belastung der Lehrkräfte und schon gar keine Erfassung des Bedarfs.
der aus den Anforderungen, die Sie mit dem Ganztag und Inklusion und der steigenden Arbeitsbelastung in der Verwaltung und bei der Budgetverwaltung und was sonst noch alles auf die Schulen abgewälzt worden ist, ergeben. Die GEW Niedersachsen hatte eine umfangreiche Studie zu den Belastungen an den öffentlichen Schulen in Auftrag gegeben. Und wenn man die liest, kann man zwar die Zahlen sicher nicht eins zu eins auf Hessen übertragen, aber es gibt zwei zentrale Erkenntnisse aus dieser Studie, die mit Sicherheit auch bei uns Gültigkeit haben. Zum einen kamen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die waren von der Uni Göttingen, zum Ergebnis, dass kaum eine andere Berufsgruppe ihre Arbeitsbedingungen so schlecht beurteilt wie die Lehrerinnen und Lehrer. Und kaum eine andere Berufsgruppe identifiziert sich so stark mit ihrem Beruf wie die Lehrerinnen und Lehrer. Und das trifft sicher auch auf Hessen zu. Ich war selbst Lehrerin. Ich weiß, wie engagiert die Lehrkräfte in den Schulen arbeiten und was für eine wahnsinnig zusätzliche Arbeit da geleistet wird. Und zum anderen wurde deutlich, dass über 50% der Lehrkräfte befürchten, bei anhaltenden Bedingungen das Rentenalter nicht gesund zu erreichen. Das, meine Damen und Herren, ist eine alarmierende Zahl. Und die Belastungen in Hessen sind sicher nicht niedriger als in Niedersachsen. Und da nützen ja auch die tollen Rechenbeispiele, die Sie uns immer wieder präsentieren, mit der 105-prozentigen Lehrerabdeckung. Sie wissen doch selbst, dass es keine echte 105-prozentige Lehrerabdeckung gibt, dass bei vielen Schulen keine 105% ankommen, dass z. B. Sozialpädagogen, Schulsozialarbeit, Sachmittel und was noch alles davon bezahlt werden. Und eine Stunde Unterricht zu erlassen, das reißt jetzt auch nicht aus. Bei diesen Überstunden ist das eigentlich dringend notwendig, und das ist keine wirkliche Entlastung, so wie Sie das hier immer darstellen. Und jetzt auch noch für die Herabsetzung des Klassenteilers loben Sie sich. Aber auch wenn Ihre demografischen Prognosen ja eigentlich völlig falsch gewesen sind, so sind zumindest tatsächlich die Klassen kleiner geworden, aber leider ohne ihr Zutun. Und wenn in Hessen zukünftig wirklich kein Kind zurückgelassen werden soll, wenn individuell gefördert und inklusiv beschult werden soll, dann müssen die Klassen noch deutlich kleiner werden. So, aus den Antworten des Kultusministeriums geht hervor, dass seit Juli 2016 ganze zwölf Überlastungsanzeigen eingegangen werden. Also allein auf meinem Schreibtisch stapeln sie sich. Und das sind ja Überlastungsanzeigen, die nicht nur ich gekriegt habe oder der Herr Degen, sondern die auch ans Kultusministerium geschickt worden sind. Und ich weiß jetzt nicht, warum Sie die nicht zählen. Vielleicht, weil sie nicht als formlose Überlastungsanzeige nach § 16 gestellt worden sind oder irgendwie, sondern in Form von Brandbriefen vielleicht. Aber wissen Sie eigentlich, warum die Lehrkräfte zu diesem Mittel der Brandbriefe greifen? Weil alles andere bringt nichts. Es gibt keine Reaktion vom obersten Dienstherrn auf die Beschreibungen der Arbeitssituation der Lehrkräfte an den Schulen. Diese Brandbriefe sind Hilferufe. Und hören Sie jetzt endlich auf zu erzählen, alles wäre so gut wie nie zuvor. Das ist eine Verhöhnung der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, meine Damen und Herren. Wenn Sie denn überhaupt reagieren, dann reagieren Sie vielleicht so wie in Offenbach. Da wird der Faschingsdienstag gerade einmal gekippt, der durch Vorarbeit der Lehrkräfte bisher ein freier Tag war. Und jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen ihrerseits reagiert. Es wird dort keinen Tag der offenen Tür mehr geben. Das heißt, dass Eltern, deren Kinder nach den Sommerferien auf die weiterführende Schule kommen sollen, sich in diesem Jahr nicht mehr vorab informieren können. Ich kann dann nur das alte Sprichwort zitieren: Wie man in den Wald hineinhallt, so hallt es zurück. Meine Damen und Herren, nach wie vor fehlen Grund- und Förderschullehrer und Lehrerinnen. Und nach wie vor weigert sich die schwarz-gelbe Landesregierung, die Grundschullehrkräfte nach A13 zu bezahlen. Das wäre einmal ein Zeichen der Anerkennung. Und jetzt, das haben wir in Thüringen gemacht, Frau Kollegin.
Jetzt erzähle ich Ihnen aber mal etwas über Brandenburg, Herr Wagner. In Brandenburg wurde am 22.11. nach schwierigen Verhandlungen beschlossen, dass ab 1. Januar 2019 die Grundschullehrkräfte nach A13 bezahlt werden sollen. Wer ist an der Regierung? Sie nicht. Für die nächsten zwei Haushaltsjahre hat Hessen 2 Milliarden € mehr zur Verfügung als noch 2017. 2 Milliarden €. Das ist ja auch nicht nachvollziehbar, warum Hessen nicht so einen Schritt macht und 75 Millionen € jährlich in die Hand nehmen kann, um diese äußerst verantwortungsbewusste Arbeit an den Grundschulen endlich vernünftig zu bezahlen. Ich finde das übrigens gut mit Brandenburg. Da müssen Sie jetzt Ihre Reden immer umschreiben. Meine Damen und Herren, schaut man sich die Zahl der befristeten Stellen an und dazu die Zahl der fehlenden Grundschullehrkräfte und Sonderpädagogen und dann noch die Zahl der Inklusionsklassen, die keineswegs doppelt besetzt oder sozialpädagogisch betreut sind, dann bekommt man eine Ahnung davon, wie wichtig es wäre, für den Lehrerberuf zu werben und die Situation zu verbessern. Warum sollten sich junge Menschen entschließen, so einen stressigen Beruf ohne hohes gesellschaftliches Ansehen zu ergreifen? Da helfen auch keine Zeichentrickfilme, Herr Kultusminister. Zeichentrickfilme sind da viel zu wenig. Die malen genauso schön wie Ihre Reden hier im Plenum. Und die werden auch nichts verändern. Orientieren Sie sich mal lieber an Brandenburg. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Faulhaber.